Hallo, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Let's Play Darkfall, das Journal. Beim letzten Mal wollten wir uns ja mit dieser Radiovisionsbrille das ganze Gebäude noch einmal anschauen. Hotel und Bahnhof und so. Und da sind wir dann hier stecken geblieben. Hier bei diesem Tagebuch, wo ich da gesagt habe, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich habe jetzt schon das ganze Tagebuch von der Pulli durchgelesen und so. Und ja, jetzt lesen wir uns das mal durch. So. Eine unglaubliche Entdeckung. Dabei war es reiner Zufall. Arthur und ich waren im Keller und spekulierten darüber, ob wir das Alter des Kellers bestimmen oder vielleicht sogar Tom Olivers letzte Ruhestätte finden könnten. Ich habe diese alte Sorge nie besonders ernst genommen. Arthur findet sie faszinierend und sogar romantisch, aber mich spricht sie etwas weniger an. Trotzdem. Nicht ohne eine gewisse Arroganz beschlossen wir, Tom Olivers Geheimnis zu lüften. Sehr aufregend. Meine künstlerischen Fähigkeiten lassen sich natürlich nicht mit Arthurs vergleichen. Dennoch, dies ist Tom Oliver von mir nach einer alten Zeichnung in der Base geziert. Also dieses Bild hier. Aber jetzt zur Sache. Statt Tom Oliver fanden wir eine Vorkammer. Eine Laienmarkierung befindet sich im kleinen Raum, zweifellos das Datum der ersten Grundsteinlegung. Also 13 oder 18 wurde dieser Vorraum, Vorkammer hier gelegt. Ja, immerhin schon fast 700 Jahre alt. Laut der hiesigen Geschichten hat es hier schon seit Jahrhunderten ein Wirtshaus gegeben, aber der Stein trägt das Datum 1318. Unglaublich, was für ein Fund! Morgen wollen wir versuchen, die Bedeutung des Steins zu ergründen. Also habe ich beschlossen, ein Tagebuch über unsere Arbeit zu führen. 8. November 1944. Unsere gestrige Entdeckung hat uns sowohl erstaunt als auch verwirrt. Wir hoffen, in der Hausbibliothek weitere Hinweise auf die Ursprünge des Hotels zu finden. Dort gibt es eine Menge Grundbücher und Urkunden. Vater hat das Hotel im letzten Jahrhundert erbaut. Man weiß, dass die Arbeit durch ein bereits vorhandenes älteres Fundament beschleunigt wurde und dass Teile des älteren Hotels noch standen. Leider gibt es kaum Hinweise darauf, was vor dem 15. Jahrhundert hier stand. Wie schade. Jedenfalls wissen wir jetzt, dass vor lange vor dem Gasthaus hier ein bedeutendes Bauwerk stand. Die Steine der Mauer, die wir entdeckt haben, stammen nicht aus dieser Gegend und die Bautechnik zeigt großes fachmännisches Können. Da tun sich ungeahnte Möglichkeiten auf. Vielleicht stammt hier eine Kapelle oder ein anderes religiöses Bauwerk. Wir wollen nun die Kammer näher untersuchen und ich werde Fotos für unsere Aufzeichnungen machen. 9. November 1944. Die Vorkammer war nur der Anfang. Heute kam eine weitere Passage ans Licht. Wir sind versucht, unsere Entdeckung bekannt zu geben. Wir sind keine Archäologen und befürchten, dass wir die altertümlichen Gegenstände und Hinweise beschädigen könnten. Arthur besteht darauf, dass wir weitermachen und mit der Bekanntgabe warten, bis wir etwas wirklich Eindrucksvolles vorweisen können. Ich spüre, dass Arthur auf Ruhm und Reichtum hofft. Er ist jung. Ich will seine Hoffnungen nicht zerstören. Ich muss zugeben, und das ist eine seltsame Beichte, dass mich heute ein starkes Gefühl der Unruhe plagt. Zunächst habe ich versucht, es als verständliche Nervosität abzutun. Doch es muss mehr dahinter stecken. Irgendetwas an der Kammer erschreckt mich bis tief in die Seele. Ich habe entschieden, dass wir erst dann weiter vordringen, wenn wir nähere Forschungen angestellt haben. Arthur protestierte zunächst, doch schließlich gab er nach. 10. November 1944. Die letzten beiden 2 Tage haben alles verändert. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist nicht unsere Schuld. Kann nicht unsere Schuld sein. Wir konnten nichts davon wissen. Die Kammer. Niemand kann so etwas verstehen. Weder wir noch sonst irgendjemand. Sie ist außergewöhnlich und rätselhaft. Sie entzieht sich Glauben und Vernunft. Hier existiert eine Kraft, eine pulsierende Energie, die an der Decke und den Wänden entlangläuft. Eine gottlose Kraft, die nicht in unsere Welt gehört. Arthur war außer sich vor Angst. Ich war entsetzt, empfand aber auch Ehrfurcht, diese Leuchtkraft. Wunderbar. 1000 Stimmen hinter den Steinen flüsterten uns zu. 1000 Stimmen im Zustand ewiger Verwirrung. Wir sind so schnell wie möglich geflohen. Nicht schnell genug, fürchte ich. Die Zeit reichte gerade noch aus,
so ein winziges Zeitfragment, und doch war es genug. Etwas ist uns durch die Passage gefolgt. Ich habe es gespürt und gehört, das Flüstern. Arthur spürte es ebenfalls. Er hat es als eine Dunkelheit beschrieben. Eine Dunkelheit mit Gestalt, mit Existenz. Was zum Teufel war das nur? Wir versiegelten die Kammer wieder. Ich will den Eingang verbergen, so gut ich kann. Doch ich weiß, dass es bereits zu spät ist. Wir sind Narren, aber wir wussten nichts davon. Wir konnten es gar nicht wissen. Ich fürchte um unsere Seelen. Ich fürchte um unser aller Seelen. Was haben wir freigesetzt? Meine Erinnerung ist klar genug für ein paar Skizzen. Hätte ich bloß meinen Fotoapparat mitgenommen. Was bin ich für ein Trottel? Gut, also über dieses Symbol hier hat er jetzt gar nichts geschrieben, würde mich aber die Bedeutung davon, die Bedeutung von diesem Symbol würde mich aber sehr interessieren, da wir es jetzt schon ein paar Dutzend Mal über das ganze Gelände hinweg verstreut gefunden haben. Naja. 15. November 1944. Es bedrückt und entsetzt mich, diese Worte zu schreiben. Arthur und ich hatten mit unserer Befürchtung recht. Es ist hier, hier bei uns im Hotel. Ich hatte die seltsamsten, unnatürlichsten Visionen. Die Toten sind hier um uns herum. Ich habe sie gehört und gesehen. Auch Edith spürt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Doch hat sie bislang nichts Übernatürliches empfunden. Vielleicht wirkt es nur auf Arthur und mich, zu unserer... Das hier, habe ich keine Ahnung, was es ist, scheint der Keller zu sein. Ganz persönlichen Qual. Ist dies die Strafe für unsere Neugier? Ich hoffe es. Niemand sollte mit unserem Wissen leben müssen. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer. Wir werden unseren Feind studieren, seine Macht und seine Pläne aufdecken. Wir vermuten, dass es irgendwie in Einklang mit den Toten steht. Vielleicht ist das der Schlüssel zu seiner Existenz. Die Kammer könnte uns zweifellos wertvolle Hinweise liefern. Doch wir werden dort erst wieder eindringen, wenn wir uns über das, was wir tun, im Klaren sind. Spektrale nächtliche Geister wandern durch die Flure des Hotels. Ich kann sie aus dem Augenwinkel erkennen. Die Geister nehmen sie Gott sei Dank nicht wahr. Die Gäste nehmen sie Gott sei Dank nicht wahr. 28. November 1944. Die Belastung durch unsere Forschung und die dunkle Präsenz nagen allmählich an Arthur. Er ist so mutig, wie sein Verstand es ihm erlaubt, verbringt aber immer weniger Zeit in seinem Studio. Nichts würde mich glücklicher machen, als ihn von dieser Last zu befreien. Aber ich will nicht, dass er mehr Zeit zu Hause verbringt. Sein Vater, dieser Tyrann, würde Arthur so lange piesacken, bis er sich zur Armee verpflichtet. Ich lasse nicht zu, dass Arthur den Krieg zieht. Unser Krieg ist hier. Arthurs Tod würde die Schlacht nicht entscheiden. Sein Platz ist hier an meiner Seite. Gemeinsam müssen wir lernen, unsere Nemesis zu verstehen. Ich benutze das Wort nicht leichtfertig. Ich spüre, dass sie Pläne für uns hat. Sie nickt und versucht uns. Sie flüstert die ganze Nacht von meiner Tür. Welches Schicksal erwartet mich jetzt an der Tür? Wartet sie dort auf mich? Wenn ich ihr öffnete, würde sich meine Stimme dann mit den vielen, vielen Stimmen in dem Höllenloch unter uns vereinen? 3. Dezember 1944. Unsere Reise nach London hat sich gelohnt. Unsere groben Skizzen waren sehr wertvoll. Die Kammer war reich mit Symbolen dekoriert. Ich glaube, man nennt sie Runen. Sie haben bestimmte illustratorische Bedeutungen. Wenn wir sie entziffern könnten, hätten wir vielleicht eine Chance, das Dunkel wieder einzufangen. Die Bibliothek des Britischen Museums ist riesig und verwirrend, doch ich fand ähnliche Symbole in diversen Alchemiewerken und Wörterbüchern. Wir brauchen weitere Symbole, bevor die eigentliche Arbeit beginnen kann. Noch ist nicht alles verloren. 6. Dezember 1944. Ich habe mich inzwischen beruhigt. Vor einer halben Stunde wäre ich fast explodiert. Arthur ist ohne mein Wissen in die Kammer zurückgekehrt. Dieser draufgängerische Narr, junge Narr. Er meinte, das sei die einzige Möglichkeit. Vielleicht hat er recht. Sein Fund ist unbezahlbar und könnte unseren Durchbruch bedeuten. Die Zeit wird knapp. Die Präsenz wird jeden Tag dreister. Ich glaube, Betty hat jetzt auch irgendein übernatürliches Phänomen erlebt. Ich habe sie dabei ertappt, wie sie im Dunkeln durch die Hotelkorridore schlich. Was hat sie gesucht? Hat sie etwas gesehen, das ihre Neugier geweckt hat? Ich glaube eher, die wollte zu ihrem Thomas dahin gehen. Ich wage es nicht, sie zu fragen, weil ich dadurch unsere Schuld preisgeben würde. Ich spiele mit dem Gedanken, Edith von meinem Verdacht zu erzählen, dass es im Hotel spukt. Da ist wahrscheinlich wieder eine Skizze von der Edith.
Dadurch würden unsere Untersuchungen weniger verdächtig aussehen. Außerdem kämen bestimmt mehr Gäste ins Hotel, was ich keineswegs unterstützen möchte. Zumindest nicht, bis wir alles wieder eingerenkt haben und alles wieder so ist, wie es sein sollte. Nur zur Erfassendeckung. Es ist ein Stück Pergament, Tierhaut. Es war zwischen zwei Steinen versteckt und ist über und über mit Symbolen illustriert. Sie fangen das Licht auf, auf ganz besondere Weise. Vielleicht stehen sie mit derselben Kraft in Verbindung wie die Symbole in der Kammer. Es sind insgesamt 12 Symbole. Sie sind scharf und deutlich. Die Anordnung ist sehr speziell und ich vermute, sie stellen eine Beschwörung dar. Wir werden sofort daran arbeiten. 13. Dezember 1944. Arthur hat seine Entscheidung getroffen. Er geht zum Militär. Sein Vater hat seinen Willen durchgesetzt und nun ist meine Welt in Scherben. Noch 2 kostbare Tage. Danach werden neue Zweifel und Ängste meine Welt verschlingen. 15. Dezember 1944. Er ist fort. Ich habe es nicht über mich gebracht, ihn zum Zug zu bringen. Die Bahnsteige waren laut und voller Menschen. Jetzt bereue ich meinen Entschluss und hoffe nur, dass dieser Krieg ein schnelles Ende findet. Nach ihrem Vormarsch im letzten Juni haben die Deutschen wieder Grund verloren. Die Amerikaner haben ihre Streitkräfte mit Europa vereint und alle glauben, dass der Konflikt bald beendet sein wird. Ich hoffe, dass es sehr, sehr bald sein wird. Ich vermisse ihn. 24. Dezember 1944. Heiligabend. Leise rieselt der Schnee. Still und starr liegt der See. Hört nur wie liebliches Schallen. Ich wünschte, diese Worte wären wahr. Es wird stärker bedrohlicher. Zugleich wird es auch dreister und klüger. Es lenkt mich rein. Es lenkt mich. Es ruft mich in die Kammer zurück. Ich muss ihm widerstehen. Das Pergament, die Tierhaut, ist immer noch meine beste Verteidigung. Entweder verliere ich den Verstand. Oder es hat ebenfalls eine gewisse Macht. Es ruft mich. Wenn ich es in den Händen halte, höre ich es. Eine Stimme. Eine klare, deutliche Stimme. Worte. Gesprochen in einer fremden Sprache, die ich vor meinen inneren Augen sehen kann. Dies wird unsere Rettung sein. Das spüre ich. Ich werde die Worte aufschreiben. 28. Dezember 1944. Es gibt nichts zu schreiben. Es gibt nichts zu sagen. Er ist tot. 7. März 1945. Viel Zeit ist vergangen und viele Dinge haben sich geändert. Arthur wird mir im Gedächtnis bleiben, aber der Schmerz ist inzwischen so dumpf, dass ich wieder arbeiten kann. Die Heimsuchungen sind jetzt deutlicher. Andere haben sie ebenfalls erlebt. Das Dunkel ist stark. Ich fürchte, es hat sein Ziel beinahe erreicht. Doch noch ist nicht alles verloren. Ich weiß, was ich tun muss. Meine Rolle ist deutlich vorgezeichnet. Ich muss mich zwingen, die Zeremonie zu vollziehen. Einst hat sie an diesem Ort oftmals stattgefunden. Ich muss in die Fußstapfen jener treten, die nicht einmal mehr ferne Erinnerungen sind. Sie sind längst aus der Welt entschwunden. Nur die Zeit selbst trägt noch Erinnerungen an ihre Existenz. Werde ich bald zu ihnen gehören? Bislang habe ich die Finsternis zurückgehalten, die ich mit meinen unzulänglichen Worten als das Darkfall bezeichne. Ich verstehe allmählich die Ordnung und werde mich bald in die Kammer wagen, um meine Rolle zu Ende zu spielen. Was, frage ich mich, liegt hinter dieser letzten Tür? Die Reise wird sehr hart werden. So viele habe ich durch meine bisherigen Prüfungen begriffen. Es sind 3 Proben, die verstanden und gemeistert werden müssen, bevor ich weitergehen kann. Es ist eine Prüfung. Sie wird entscheiden, ob ich würdig bin. Die alten Krieger waren sehr weise und listenreich. Die Kräfte, derer sie sich bedienten, sind wunderschön anzusehen. Wie konnte so viel Eindrucksvolles nur verloren gehen? Kurzer Zwischenstopp. Ich schätze mal, der hat es nicht geschafft, dieses Ritual zu vollziehen, denn... War das gerade ein Flugzeug? Ja. Ich schätze mal, er hat es nicht geschafft, dieses Ritual zu durchziehen, sonst wären wir ja nicht hier. Und dass wir diese 3 Proben ebenfalls machen müssen. Ich schreibe mir das also eben mal kurz auf. 3 Proben. So. Und weiter geht's. Was hat unsere Zeit stattdessen gewonnen? Etwa die moderne Wissenschaft? Das ist wohl kaum ein Ersatz. Das Land wird von Armut und Verzweiflung heimgesucht. Die V7 zerstört unsere Häuser und unsere Leben.
Was für eine Macht ist das? Ein nutzloses Talent. Warum haben uns die Alten ihre Gaben nicht weitergegeben? Waren sie Wächter, die das Darkfall in seinem Keller bewachen sollten? Konnten sie nicht voraussehen, dass es eines Tages entkommen würde? Vielleicht waren sie so arrogant wie wir. Sie dachten, nichts könnte ihnen gefährlich werden. Eine engstirnige Denkweise. Ich hoffe, ich kann sie überwinden. 16. April 1945. Man geht allgemein davon aus, dass der Krieg fast zu Ende ist. Mein eigener Krieg hat jedoch eine neue Wendung genommen. Das Darkfall hasst mich. Ich spüre, wie es seine Gefangenschaft beklagt. Es brodelt und schreit. Ich fürchte, es wird mich bald angreifen. Das macht meinen jüngsten Fund umso wichtiger. Ich habe eine zweite Kammer entdeckt, eigentlich eher eine Höhle. Sie liegt unter der alten Vorratsscheune und enthält etwas von unschätzbarem Wert. Dies ist die Lösung. Dies ist die Nemesis des Darkfall. Jede Nacht verliere ich einen weiteren Teil meines Verstandes. Die Dorfbewohner betrachten mich mit herablassendem Blick, wenn sie nur wüssten. 30. April 1945. Ein Tyrann ist tot. Die ganze Welt atmet auf. Meine Welt ebenfalls. Ich bin meinem Ziel näher als je zuvor. Ich muss meine Schritte genau planen. Wahrscheinlich habe ich nur eine einzige Chance. Die Prüfungen stehen bevor. Ich weiß, wie ich die erste bestehen kann. Es ist ein einfaches Puzzle. Ein Befehl. Ich habe die Lösung auswendig gelernt. Aber mein Gedächtnis lässt mich in letzter Zeit oft im Stich. Ich treffe Vorkehrungen. Vern ist hier wie meist um diese Jahreszeit. Er hat einen kleinen Tresor bei sich. Das Design ist genial. Ich habe einige in Auftrag gegeben. Sie können meine Geheimnisse bewahren und vor neugierigen Blicken verbergen. Was nicht versteckt werden kann, wird aufgezeichnet. Ich habe jedes gebeten, mir eine Tagesdecke zu machen. Das Resultat ist erstaunlich. Sie hat ein echtes Designer-Talent. Die Lösung der ersten Prüfung habe ich im Webmuster versteckt. Gut, das schreibe ich mir mal auf. So, hier die 1, 2, 3, 4. Das Webmuster. So, eine Tagesdecke müssen wir also auch noch finden. Irgendwo. Gut. Es ist einmalig. Die Farben, als hätte sie die Aurora selbst gesehen. Die zweite Prüfung ist nicht ganz so klar. Zur Verwirrung werden die Klänge der Erde heraufbeschworen. Doch ich werde das Rätsel lösen. Dann wartet die dritte Prüfung. Alles muss bereit sein. Okay, die Klänge der Erde werden heraufbeschworen. Für mich ist es auch überhaupt nicht klar. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ich schreibe mal Klänge der Erde auf. So. Am März 1947. Erschöpfung, haben sie es genannt. Ich bin anderer Meinung. Ein vergeudetes Jahr, das ist wahr. Ein Jahr voller Furcht und Zweifel. Als ich aus dem Zug stieg, war ich erleichtert, dass sich so wenig verändert hat. Nur Betty wirkt irgendwie anders. Älter, verschlossener. Arbeitet sie gegen mich? Ich denke an die Nacht zurück, als sie durch die dunklen Gänge des Hotels schlich. Ist sie etwa eine Komplize des Bösen geworden? Soll sie mich behindern? Das glaube ich nicht. Bestimmt leide ich nur an Verfolgungswahn. Die Ruhepause hat mir gut getan. Edith hatte mir vorgeschlagen, nach Hastings zu fahren. Die Seeluft und die unbeschwerte Atmosphäre gaben mir Kraft. Oft dachte ich, wie sehr es Arthur gefallen hätte. Genug, ich habe zu arbeiten. Ich spüre, dass die Zeit gekommen ist. Jetzt oder nie. Ich kann mir keinen zweiten Ausfall leisten. Ich will meine Notizen sichten und die lyrische Ordnung brechen und der Qual ein für alle Mal ein Ende bereiten. 26. April 1947. Alles ist bereit. Ich habe die Worte 12 Abschnitte zerteilt. So ist es sicherer. Als Ganzes kann man es leichter zerstören. Ich werde die Teile an alle verteilen, die bereit sind, sie anzunehmen. Sie müssen sie behüten. Die Zeremonie wird vollendet und sie werden nichts davon ahnen. In 3 Nächten ist die Bar voll. Es hat einen weiteren Musikabend geplant. Der Gedanke, dass direkt über mir ein Raum voller Menschen ist, wird mich während meiner Prüfungen trösten. Vielleicht höre ich sie sogar singen und lachen. Sobald meine Prüfung vorbei ist,
werde ich mich zu Ihnen gesellen. 26. April 1947. Verdammt, verdammt! Es arbeitet gegen mich. Es hat einige Texte gestohlen. Ich muss mich erinnern. Nein, besser noch, ich kann sie sehen. Ich weiß wie. Ich muss die Elemente ordnen. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Wir haben es gesehen. Da haben wir das Allcast gesehen. Lese ich hier gerade auf einem Notizzettel. Gut, also weiter. 29. April 1947. Alles ist bereit. Ich werde ein zweites Tagebuch mitnehmen, um meine Fortschritte zu notieren. Das wird mir oder sonst jemandem in Zukunft nützlich sein. Die anderen haben den Fehler begangen, das Wissen nicht weiterzugeben. Ich hatte recht, die Bar ist voll. Ich habe Betty, Alice, Verney und den Gästen die übrigen Symbole gegeben. Sie ahnen nicht, warum ich so nervös bin. Bald wird alles vorbei sein. So oder so. Wünsch mir Glück, Arthur. Ich tue das für uns beide. Vielleicht sehe ich dich bald. Das wäre schön. George. Vergangene Nacht sah ich die Ewigkeit. Ein Ring aus Licht gemacht vom Stoff der Göttlichkeit. Voll Friede. Strahlende Gerechtigkeit. Henry Wharton. 1677 bis 1695. Gut. Das war's jetzt scheinbar.